Zunächst war das Interesse da hinten in der Ecke am größten. Herr Ministerpräsident, was kamen für Fragen? Was konnten Sie beantworten? Also mein Tisch hieß ja Bodo Ramelow. Jetzt verrate ich das Geheimnis. Ich habe ein Blutdruckmesser im Moment bei mir und wollte den Termin nicht absagen. Deswegen bin ich heute mit 24 Stunden Langzeitblutdruckmessung hier. Ich glaube, die Ergebnisse morgen werden trotzdem zufriedenstellend sein, weil ich ordentlich behandelt worden bin. Es sind eine Reihe von allgemeinen Fragen gekommen, Ostrente. Also wo ich sage, klar, das regt Menschen auf, dass auf einmal das Ostrente-Thema wieder 20 Jahre gezogen werden soll. Aber es gab im Bundesrat am Freitag ein Bekenntnis, dass es schneller gehen soll. Und die SPD hat es mittlerweile auch deutlich bekräftigt. Ich habe es für Thüringen kräftig bekräftigt. Das ist so ein Thema gewesen. Zweites Thema war die Frage Polizei. Aber ich kann in Thüringen nun nicht sagen dazu, warum in Leipzig heute nicht genügend Polizei da war. Ich kann nur sagen, wir haben mit der neuen Koalition die Polizeireform gestoppt und den Polizeiabbaufahrt gestoppt, um es neu zu bewerten, um jetzt zu gucken, wie wir die Polizei so organisiert kriegen, dass sie näher am Bürger da ist. Aber ich darf sagen, hier in Suhl wird im Moment alles getan, damit die Polizei immer präsent ist. Und Herr Puff, der hier vorne steht, ist der extra als Polizist auch mit dem Heim unterwegs, damit er als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Das heißt, auch von unserer Seite wird eine ganze Menge jetzt in Gang gesetzt worden. Und ja, es gab vieles, was wir eben auch gehört haben, Halbinformationen, Viertelinformationen, was wird berichtet, was steht im Internet, was behaupten Menschen im Internet, das kann natürlich in Stimmung ziemlich beeinflussen, wenn die Fakten dazu fehlen und damit natürlich dann Stimmung gemacht wird. Deswegen glaube ich, dass Kommunikation das Schlüsselwort ist und danach gab es eine längere Runde einmal zu den Flüchtlingen selber. Hier ist ein junger Mann, der mir begegnet ist, der ist irgendwo hier, der ist Arzt aus Syrien. Der sagt, da ist er. Ein Arzt. Und da sage ich, wir, Politik insgesamt, die beiden habe ich kennengelernt, als wir oben zur Besichtigung waren. Und Ina Leukefeld war ja jetzt mit den beiden und weiteren auch im Krankenhaus. Aber sie dürfen nicht mal Praktikum machen. Also weil der Status im Moment geklärt wird und behördlicherseits wird nichts dazu an Genehmigungen beschleunigt, dass wir hinkriegen, dass sie schneller Praktikum machen können. Da geht es doch gar nicht um die Arbeitsgenehmigung. Deswegen und an der Stelle sage ich mal, bitte ich nächste Woche auch auf das Gespräch mit Herrn Lauinger zu warten, weil wir in der Zwischenzeit als Landesregierung die Voraussetzungen schaffen wollen, dass neben Suhl auch der dritte Ort definiert wird, wo die dritte Aufnahmestelle auf- und ausgebaut wird. Und wir wollen hier in Suhl die Beschleunigung hinbekommen, dass die Bundesbehörde herkommt und das Verfahren hier in Suhl selber beschleunigt wird, damit die Flüchtlinge nicht wieder durch das ganze Land kommen. Und je schneller wir das für die Flüchtlinge selber beschleunigen, desto schneller greift anschließend die Möglichkeit und die Voraussetzung hat der Bund jetzt geschaffen, nach 3 Monaten die Arbeitsmöglichkeit zu bekommen. Insoweit vollziehen sich gerade positive Veränderungsprozesse, während wir hier stehen und debattieren, ist einiges in Gang gekommen. Und letzte Bemerkung, die Zuständigen müssen schneller handeln. Und ich bin zuständig. Deswegen bin ich auch heute Abend hier. Und deswegen bin ich auch für den Oberbürgermeister, egal ob es Weihnachten war oder ob es sonntags war oder sonst was, wir sind direkt im Kontakt für jedes einzelne Problem, das hier besteht, damit das Land nicht sagt, die Stadt soll es lösen und die Stadt sagt, wir können es nicht lösen, weil das Land für uns nicht erreichbar ist. Nein, wir haben einen anderen Weg gewählt, den Weg der kurzen Kommunikation und ich hoffe, dass wir mit schnellerem Handeln der Zuständigkeit ein Teil der Probleme schneller lösen. Und diese Menschen, sie denken das, die ganze Welt ist nicht so eng zu ihnen zu leben, weil sie sind Menschen. Die Menschen hat sie recht zu leben. Danke.
Mittagsvisite im SRH-Zentralklinikum Suhl. Seit 6 Wochen gehört ein syrischer Arzt zum Team der inneren Station. Rami Abdelaziz, 29 Jahre alt, stammt aus Damaskus. Dort hat er Medizin studiert und eine Facharztausbildung in der plastischen Chirurgie begonnen. Wie fühlen Sie sich? Bestens. Gut. Patienten untersucht Rami derzeit noch gemeinsam mit dem Oberarzt und einer Assistenzärztin. Etwa ein Jahr hat der syrische Bürgerkriegsflüchtling gebraucht, bis er alles zusammen hatte, um von den Behörden eine Arbeitserlaubnis als Arzt zu erhalten. Es ist der erste Mediziner aus der Suhler Erstaufnahmestelle, der im SRH-Klinikum Suhl einen festen Arbeitsvertrag bekommen hat. Ich fühle mich also sehr, sehr glücklich, und dass ich die Chance habe, hier zu arbeiten, endlich. Und ich bin sehr froh, dass ich hier darf, also meine Weiterbildung weiterzumachen. Auch wenn Rami sich nun 6 Jahre lang auf Krankheiten und Behandlungen des Magen-Darm-Trakts spezialisieren muss, bis er Facharzt ist, waren seine 4 Jahre in der plastischen Chirurgie in Damaskus nicht umsonst. Sie erleichtern ihm den Einstieg ins deutsche Klinikwesen. Aus diesem Grund glaube ich, dass wir einen sehr guten Griff gemacht haben mit dem Herrn Abdelaziz. Wir werden auch zukünftig relativ zielstrebig das sicherlich hinkriegen, dass er dann auch in den Ausbildungsschritten für den Assistenzarzt dann neben den praktischen Fähigkeiten auf der Station auch mit zum Beispiel erste Schritte Ultraschall dann mit assistieren bei Magenspiegelung und Ähnlichem schon anfangen können. Rami beim Klinikrundgang im Februar 2015. Eigentlich hätte er schon im vergangenen Oktober anfangen sollen, aber seine in Niedersachsen bestandene Prüfung in Deutsch samt Fachsprache wurde in Thüringen nicht anerkannt. Der Freistaat verlangte von ihm erneut eine Prüfung. Erst danach bekam er sein Zertifikat, aber das brauchte noch mal fast 3 Monate. Wenn die Bürokratie gerade zwischen den Bundesländern abgebaut würde und wenn die bürokratischen Hürden vielleicht auch im eigenen Land ein bisschen kleiner werden, das würde den Ärztinnen und Ärzten helfen, das würde aber auch uns als Klinik helfen. Hilfreich wären endlich bundesweit einheitliche Standards für Sprachprüfungen und deren Anerkennung.